Jetzt, liebe Genossinnen und Genossen, geht es um die Umsetzung des Programms. Ihr habt damit schon begonnen, indem ihr gestern und heute wird das ja fortgesetzt, über die sozialpolitischen Leitlinien gesprochen habt. In dieser Woche wurde bekannt, dass in Deutschland 12 Millionen Menschen armutsgefährdet sind. Das ist jeder sechste Einwohner. Das heißt, diese Menschen hatten weniger als 940 Euro im Monat zur Verfügung. Besonders betroffen sind Arbeitslose, Alleinerziehende und Kinder. Und besonders gravierend ist die Armut in Ostdeutschland. Hier gibt es mehr als durchschnittlich Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind. Und ich finde, das ist für eines der reichsten Länder der Welt, wo ein privates Geldvermögen von 5 Billionen Euro vorhanden ist, eine wirkliche Schande. Und damit wird auch der Artikel 1 des Grundgesetzes verletzt. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind die Partei des Grundgesetzes. Wir verteidigen das Grundgesetz. Und wenn jetzt Frau Merkel über einen Mindestlohn spricht, dann hat sie damit den Wahlkampf eröffnet. Nicht mehr und nicht weniger. Aber sie scheut sich davor, eine konkrete Zahl zu nennen. Habt ihr irgendwo gelesen, dass die Union für 8,50 Euro oder gar 10 Euro kämpft? Nein, sie will nichts anderes, als uns und anderen Parteien, zum Beispiel der SPD, das Thema Mindestlohn aus der Hand nehmen. Aber bisher hat sie nichts anderes getan, als den Mindestlohn zu verhindern. Liebe Genossinnen und Genossen, für ein menschenwürdiges Leben braucht der Mensch genügend Einkommen aus seiner Arbeit. Und darum will die Linke bis zum Ende der Legislaturperiode einen Mindestlohn von 10 Euro in der Stunde erreichen. Das ist machbar, das ist schaffbar. Wenn wir uns alle dafür einsetzen, glaube ich, können wir das in diesem Land bewegen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Parteienforscher Franz Walter schreibt in einem aktuellen Artikel Land ohne Opposition, dass alle wichtigen Entscheidungen im Bundestag, sei es der Afghanistan-Krieg oder die Euro-Rettung, durch eine ganz große Koalition von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP beschlossen wurden, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung gegen diese Entscheidung war. Es stimmt, es gibt bei SPD und Grünen im Bundestag eine Oppositionsverweigerungshaltung, und die sollte uns Sorgen machen. Sie trampeln als Regierung im Wartestand auf der Stelle herum und versäumen es, die Regierung wirklich zu kontrollieren. Und die einzige Fraktion, die keine Teilzeit-, sondern eine Vollzeit-Opposition ist, das ist die Fraktion Die Linke. Oder, wie es Gregor Gysi neulich gesagt hat, es muss wenigstens eine Fraktion für die Bevölkerung in unserem Land geben. Und das sind wir, liebe Genossinnen und Genossen. Aber Tatsache ist, dass immer mehr Menschen an der parlamentarischen Demokratie in unserem Land zweifeln. Immer mehr Menschen erreichen auch wir nicht mehr. Das liegt an uns, aber nicht nur. Warum wählen die 12,6 Millionen Menschen, die armutsgefährdet sind, nicht die Linke? Warum gehen sie überhaupt nicht zur Wahl? Ich glaube, wer generell keine Erwartungen mehr an die parlamentarische Demokratie hat, der hat auch keine Erwartungen an die Linke. Unsere Schlussfolgerung muss sein, hinein in die Gesellschaft, nicht nur auf das Parlament konzentrieren, sondern wir müssen uns alle gemeinsam im Parlament und auch wieder stärker außerparlamentarisch verankern, liebe Genossinnen und Genossen. Denn unser Parteiprogramm werden wir mit Parlamentsanträgen allein nicht umsetzen. Wir müssen selbst neue Dinge im wahren Leben ausprobieren. Ich nenne ein Beispiel. Das Jahr 2012 ist das UNO-Jahr der Genossenschaften. Ich finde, das ist eine gute Idee, dass wir nachschauen, gibt es in Bautzen, Dresden, Leipzig Genossenschaften? Welche Genossenschaften werden gerade gegründet? Oder welche können wir selbst gründen, um eine solidarische Ökonomie in unserer Gesellschaft zu entwickeln? Wie können wir heute schon Solidarität leben? Und ich vertrete die These, dass Solidarität das wichtigste Arbeits- und Lebensprinzip unserer Partei sein muss. Denn gegen Neoliberalismus hilft nur Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn unsere Umfrageergebnisse nicht so sind, wie wir es erwarten und erhoffen, gibt es viele Gründe. Es gibt hausgemachte Gründe,
Streit, Querelen, Missverständnisse, Potenzierung von Missverständnissen, Ausnutzung von Missverständnissen. Ich will das nicht ausführen. Aber es gibt auch andere Gründe. Oppositionsverachtung habe ich angesprochen. Auf ein Paradoxon will ich aber hinweisen. Es wird immer wieder gesagt, dass Menschen in Krisenzeiten keine Experimente wagen wollen und deshalb die Regierung und nicht die Opposition wählen. Doch ich bitte euch, schaut genau hin. Die Bundesregierung startet ein wahnsinniges Experiment nach dem anderen und die meisten drohen auch noch zu scheitern. Was ist denn die Rente ab 67 etwas anderes als ein hochriskantes Experiment, das zu Altersarmut führen wird? Was ist Hartz IV anderes als ein gefährliches Gesellschaftsexperiment, das jetzt schon Armut erzeugt? Und trotzdem ist die Bundesregierung nicht bereit, diese Experimente abzubrechen. Und die Gesundheitsreform, was ist die anderes als ein Experiment am offenen Herzen? Liebe Genossinnen und Genossen, aber das wahnsinnigste Experiment, das der Bundesregierung eingefallen ist, ist der sogenannte Euro-Rettungsschirm. Hier wird unser aller Geld den Banken hinterhergeworfen und es wird so getan, als würde der Euro gerettet. Nein, das stimmt nicht. Die Gewinne von Banken und Versicherungen werden gerettet. Wir müssen die Menschen darüber aufklären. Und ich glaube, wenn wir das ganz konkret erläutern, dann schaffen wir das auch. Denn diese Rettungsschirme sind keine Rettungsschirme für Menschen, sondern Rettungsschirme für Banken und Versicherungen. Und das können wir nicht länger dulden, liebe Genossinnen und Genossen. Zurück zum Parteitag. Ich war sehr beeindruckt von dem Medienecho vorher und hinterher. Erinnert euch, kurz nachdem der Programmentwurf vorgestellt wurde, das war im März 2010, damals noch von Oskar Lafontaine und Lothar Bisky, wurde geschrieben, das schaffen die nie, das wird die Partei zerreißen. Nun haben wir anderthalb Jahre diskutiert, viele gute Vorschläge aufgenommen, vieles ergänzt, verändert, präzisiert, den aktuellen Erfordernissen angeglichen. Und nun, kurz vor dem Parteitag, noch einmal ein hoffnungsvoller Artikel eines Politikmagazins mit der Überschrift 1.393 Gründe, um sich zu zanken. Der Parteitag, so die Prognose, wird die Partei zerreißen. Aber nun, ihr habt es alle verfolgt, wart selbst dabei, habt mitgearbeitet. Nun haben wir mit großer Mehrheit ein Programm beschlossen. Und was schreiben die Medien? Sozialistische Einheitsergebnisse, war ja klar, dass alles so durchkommt, interessiert doch nicht, ist doch schon interessant, sage ich, sich die Berichterstattung vorher und nachher genau anzuschauen und zu vergleichen. Vielleicht, liebe Genossinnen und Genossen, gibt es aber auch einige, die die Hoffnung haben, dass wir unser gutes Programm jetzt in eine Schublade stecken und so weitermachen wie bisher. Aber ich glaube, nach diesem Programmbeschluss geht das nicht mehr. Wir haben nicht mehr und nicht weniger beschlossen, als diese Gesellschaft grundsätzlich und grundlegend zu verändern. Wir wollen aus einer konkurrenzgetriebenen Gesellschaft eine wirklich solidarische Gesellschaft machen. Dafür arbeiten wir und dafür lohnt es sich auch zu arbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Und dafür, auch das habt ihr gestern schon angesprochen, muss sich auch unsere Partei grundlegend ändern. Deshalb ein persönliches Wort. Als wir den Parteitag beendet hatten, gab es einige Funktionäre unserer Partei, die sofort wieder da angefangen haben, wo sie am Donnerstagabend aufgehört hatten, nämlich mit Name-Dropping, Personaldebatten und Ähnlichem. Ich hatte eigentlich am Montag erwartet, dass wir interessante Vorschläge hören, wie wir unser Programm konkret umsetzen können und wollen. Aber die alten Spielchen wurden wieder begonnen. Und das hat mich wirklich geärgert. Ich finde, wir sollten darauf achten, dass das Verhältnis in unserer Partei stimmt. Wenn ein Funktionär oder ein Abgeordneter in den Medien mit 80% zu Personalfragen zitiert wird und nur zu 20% zu Sachfragen, dann stimmt etwas nicht. Dieses Verhältnis müsste umgekehrt sein, liebe Genossinnen und Genossen.